Hallo und willkommen zurück. Wie ihr seht, es wird langsam ziemlich eng hier. Der ist zwar leer, aber hier ist was drin. Hier ist was drin. Also es ist in allen Schränken was drin und man kann sich hier bald nicht mehr bewegen, weil Werkbank ist voll. Ja. Das heißt, wir machen heute eine kleine Base Upgrade. Ein kleines Base Upgrade. So, dazu habe ich auch schon Materialformen vorgefarmt und gecraftet. Und ja, da ich euch das jetzt nicht alles an einem Stück antun möchte, würde ich sagen, machen wir das einfach im Schnellgang. Hier seht ihr jetzt, dass es noch lange nicht oben ist. Erstens würden uns die Wände ausgehen. Des Weiteren kommen wir von unten nicht mehr ran. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, da wir ja den Argentavis haben. Es ist nicht die einfachste Variante, aber ihr könnt vom Argentavis runter auch arbeiten. Ihr seht, so einfach ist es nicht. Mann, das ist man muss sagen, das ist eine richtige Friemelarbeit. Aber wenn man dann die richtige Position erstmal gefunden hat, dann kann man zum Beispiel hier schon ein paar Wände mehr setzen. Ah, da habe ich mich verklickt. Aber ihr seht, damit bekommt man dann die Höhe einfacher hin. So, jetzt habe ich keine Wände mehr. Und dann werde ich hier einfach mal ganz kurz einen Cut machen, Wände herstellen. Und wenn ich das außenrum weiter hochgezogen habe, sehen wir uns dann wieder. Und da sind wir auch wieder. So, hier ist die letzte Wand. Und dann holen wir uns jetzt die Dächer. Ja, ich weiß, es ist ein Riesenklotz. Aber für den Anfang erfüllt es seinen Zweck. Man kann da auch später noch ein schönes Wohnhaus bauen. Aber ja, wie gesagt, wir wollen jetzt einfach erstmal funktional sein und nicht schön. Des Weiteren wird da noch eine Umfrage stattfinden. Und die wird dann, ja, ich glaube, dann oben rechts erscheinen und wird so gegen Ende vom Video dann kommen. Ich hoffe mal, dass ein paar Leute da sich beteiligen. Habe ich es jetzt weggelegt? Ja. Aber die Decken habe ich nicht rausgenommen. Ja. Um einfach nur zu wissen, wie das Interesse an manchen Sachen ist. So. Die Decke macht man jetzt am besten genauso,
Wie die Wände, nur muss man das nicht ganz so oft machen oder so lang. Man schaut, dass man sich hier eine schöne Fläche macht. Ja, das Snap-Point will jetzt nicht so, wie ich will. So. Hat man da die Fläche, kann dann da drauf landen. Und dann von hier aus einfach weiterbauen. Ah, jetzt habe ich es ersetzt. Rein theoretisch könntet ihr jetzt auch schon absteigen und es dann quasi zu Fuß fertig bauen. Geht genauso. Da hat sie nicht platziert, warum auch immer. Okay. Ach, ich weiß, warum die Wände ausgehen. Weil ich hatte nämlich die Wände von hier unten mitgerechnet, die ich benutze. Ja, von wegen. Okay, seht ihr, Planungsfehler. Was fehlt uns? 3, 6, 9 und 4, 13 fehlen uns noch. Herstellen. 7. Hapert bestimmt an Stein. Dann ist es gut, dass ich hier Steine farmen war. Das heißt noch 6 Stück. Machen wir trotzdem nochmal 7. Haben wir 1 in Reserve. Reserve haben ist nie schlecht, weil wie man sieht, man verbaut sich ziemlich schnell. Zack, und eine übrig. So, das wäre dann auch schon der ganze Base-Upgrade. Moment. Machen wir das hier noch kurz weg. Weil so könnten wir jetzt auch rein theoretisch Tor auf und Dinos mit reinstellen. Aber wir machen das jetzt so. Und weg ist es. Das heißt, der große Klotz in der Mitte ist jetzt weg. Und jetzt können wir die Sachen hier ein bisschen praktischer im Raum verteilen. Das heißt, hier haben wir noch ein paar Schränke drin. Zwei Stück, ein paar ist gut. Zwei Schränke, ganze zwei Schränke. Aber das ist ja auch kein Problem. Gibt man hier ein, Schrank, zack, 2 und 13, haben wir schon 15. Und dann, ja, war jetzt wahrscheinlich eine langweilige Folge, aber das nächste Mal machen wir dann einen technischen Fortschritt. Das heißt, wir sind nicht mehr nur auf die Werkbank angewiesen, sondern können dann weitaus bessere Sachen herstellen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vergesst die Abstimmung nicht, die Umfrage. Haut rein, bis dann und ciao.